Servus Leute, ja, heute mit dem Servus. Stefan von Outdoor Chiemgau unterwegs. Wir machen heute einen schönen Overnighter hier. Na. Voll Clamping, muss man sagen. Absolut. Wir haben alles dabei, die Kaffeemaschine, alles. So sieht's aus, ich mit dem Dachzelt, ja, mit seinem Van. Wenn ihr Bock habt, bleibt's einfach dran. Name Stefan, YouTube-Kanal Outdoor Chiemgau. Alter unbekannt, da er schon immer da war. Hobbys keine, ein Mann, ein Auto. Okay, das ist mein Campervan, Preppervan, den habe ich mir extra ausgebaut für den Fall aller Fälle und natürlich damit ich mal selber zum Campen fahren kann. Ich hatte also zuerst ein Bett konstruiert, wollte das selber bauen und dann festgestellt, dass es bei einem großen Baumarkt mit Haar, der Haargebau ist es nicht, das Bett genauso gibt, wie es ich mir gewünscht habe. Und zwar hat es den Vorteil, dass ich den hinteren Teil separat rausziehen kann. Dann kann ich mir hier zum Beispiel ein Kissen drauf machen. Und wenn ich dann einen Tisch ausziehe, kann einer hier sitzen und einer quasi dort. Und dann habe ich natürlich hier wunderbar zum Essen, zu sonstiges, ganz gemütlich. Wenn ich den vorderen Teil ausziehe, dann habe ich hier 1,18 Meter auf 1,80 Meter von der Länge her. Also es können zwei Personen, wir haben schon drin geschlafen, das funktioniert ohne große Probleme. Wenn man natürlich eine Frau hat, dann muss man auch was machen. Deswegen habe ich hier einen Kleiderschrank konstruiert. Da hängt jetzt momentan hauptsächlich mein Ersatzgewand vom THW mit drin, das ich immer im Auto mitführe. Und ich habe hier unten quasi einen Schuhschrank nur gebaut. Da sind auch meine THW-Schuhe und normale Schuhe mit drin. Und so habe ich quasi die wichtigsten Sachen immer mit drauf. Ich habe hier hinten quasi noch einen großen Spiegel, wenn man da früh irgendwas machen möchte. Ja, von dem her ganz in Ordnung. Genau, dort unten unter dem Bett haben jeweils zwei große Fächer, in dem ist vor allem Werkzeug etc. Ihr seht diese Y-Food-Box, da ist also ungefähr für zwei Personen für eine Woche Essen mit drin, von Y-Food und andere Trekking-Nahrung, sodass man es dabei hat, eine Axt ist mit dabei, Werkzeug, was man halt so draußen braucht. Und vorne ist halt die ganzen Camping-Utensilien wie Stühle, Tisch, Tarp, Schlafsack etc. ist alles da vorne in dem großen Fach drin. So ist alles schön aufgeräumt und dann passt das wunderbar. Also ich habe natürlich hier Stromversorgung logischerweise mit drin. Ich habe mich hier für die EcoFlow Delta entschieden, die 1300 Watt. Einfach aus dem ganz simplen Grund, die hat 1800 Watt und damit konnte ich meine Kaffeemaschine betreiben. Das wichtigste Gerät natürlich bei mir. Weiterhin habe ich hier natürlich meine 50 Liter Coolbox von meine Ice Cube quasi. Da seht ihr, das ist natürlich das Wichtigste, an Bier, Fleisch etc. mit drinnen, was man halt so benötigt. Und ist natürlich super praktisch. Und um die zu betreiben, habe ich oben auf dem Dach zwei Solarpanels mit jeweils 100 Watt Peak. Und das reicht eigentlich locker aus, um hier alles zu betreiben. Ihr seht es zum Beispiel hier, wie gerade mein Akku geladen von der Drohne. Ich kann hier quasi alles wunderbar machen, das funktioniert also einwandfrei. Ich kann meinen Laptop da anschließen, kann alles machen. Ich habe mir hier quasi in die Mitte habe ich mir so einen Monitor eingebaut, einfach aus dem Grund, das ist quasi einmal ein Navi natürlich. Praktisch, wenn man das hat, eben mit fertigen Karten rum, sodass wenn also mal, das Internet nicht geht, kann ich trotzdem quasi fahren. Ein weiterer Vorteil ist, ich habe hier natürlich nicht nur Radio, sondern ich habe mir auch hier DAB eingebaut damit quasi und kann also hier quasi auch DAB hören, wenn es ist, sodass ich quasi beide, wenn mal normaler Radio nicht geht, geht vielleicht DAB oder Umdraht, gerade im Krisenfall ist das natürlich ganz praktisch, wenn man das nur mit drin hat. Hier habe ich den Tisch zum Ausziehen, da ist hier nochmal quasi... Da ist hier quasi nur mal so eine Stütze mit drin, damit der auch schön stolz ist. Ich habe zusätzlich nur Stütze zum drunterstellen. Kann hier natürlich wunderbar arbeiten, kann hier essen, hier kann der zweite sitzen. Ist also von dem her ganz praktisch, das Ganze. Hier habe ich die ganzen Utensilien drin, hier ist das ganze Besteckzeug etc., Gläser und sowas mit drinnen. Das habe ich hier nur mit dem gesichert, reicht aber ganz locker aus. Und hier drunter habe ich im Kocher etc., da sieht man jetzt nicht viel, Kaffee,
Alles, was man so an Kocher etc., was man sonstiges noch braucht, habe ich quasi dort unten mit drin. Ich habe hier quasi mein Tarp aufgebaut, falls es mal regnen sollte oder sonstiges, dann kann ich das am Auto befestigen, kann ich es hier befestigen und kann mich hier einfach drunter sitzen. Kann es auch notfalls zur Tarnung hernehmen, dieses DD-Tarp im Wald kaum zu sehen. Da habe ich schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht und auch eine Möglichkeit, all in one. Ja, jetzt habt ihr Herrn Stefan seinen Van gesehen und jetzt zeige ich euch mal mein Gegenstück, die kleine Version dazu, also quasi ein Auto, das man eben nicht ausbaut, sondern einfach das vorhandene Fahrzeug nimmt, wie man eben hat, ob es ein Golf ist oder sonstiges. Möchte mal hinten anfangen mit dem Zeug, was ich immer so ein bisschen dabei habe. Das ist halt, hier oben steht immer so der Kocher drauf, da ist eine Anti-Rutsch-Matte drauf, damit das hier auch stehen bleibt. Und ich habe da immer meinen Wasserkanister mit oben beim Fahren, der verrutscht dann unter der Fahrt auch nicht. So, in der Alukiste, nein, da habe ich jetzt nicht das Kochzeugs drin wie viele andere, weil es ein Chaos ist, wenn man den Kocher oben draufstehen hat und was vergisst, dann muss man jedes Mal das wieder runter machen, so wie jetzt eben gerade. Aber das ist dann nicht so. Hier habe ich mein EDC, das zeige ich ein andermal, was da so drin ist. Und da habe ich eben Schlafdecken, eine Notjacke, Werkzeug ist da drin zum Beispiel und die Elefantenhaut, Regenzeug, Zweckmann-Tuch, ein Spaten, Hammer und so weiter. Das ist alles da drin. Also alles, was so, ein Poncho noch natürlich, ganz wichtig. Alles, was man eben so braucht, wenn man halt draußen ist. Machen wir das wieder zu. Deswegen habe ich da auch nicht das Geschirrzeugs drin. Hier jetzt in dieser Box vorne, das ist ganz wichtig, da ist eben das Kochzeugs drin. Ein gutes Messer, Besteck, wenn mehrere Leute dabei sind und Teller, Brettchen und so weiter, das ist alles da drin. Die Farbe ist jetzt krass gewählt. Es war halt ein Zufall, dass das so gekommen ist. Ich hatte es eigentlich anders bestellt, aber macht ja nichts. So. Das ist dann ein Toaster-Aufsatz für den. Da habe ich Pappteller dabei. Wenn man ein bisschen Soße hat, ist das einfacher. Dann kann man es wegschmeißen. Aber normalerweise nehme ich die Teller daher. Für den Notfall zum Kochen noch die Buschbox. Ja, das ganze Geschirrzeugs oder noch mein Messerchen hier. So, ja, muss ich auch mal wieder putzen. Gewürze und so weiter, das ist alles hier drin. Und natürlich einfach ganz normales Campinggeschirr. Denn es ist für mich auch wichtig, dass das Auto nicht zu schwer wird. Deswegen habe ich da auch leichte Sachen gewählt. Hier ist meine Fresskiste. Die fülle ich immer regelmäßig wieder nach. Da sind jetzt so Notfalldosen drin, wie zum Beispiel Gulasch, Mülltüten, Kaffee, nochmal Öl und so weiter. Alles so vorratstechnische Sachen eben, das immer da sein sollte. Dann kann ich halt quasi ins Auto springen und losfahren. Und hinten ist dann nochmal so die Gaskartuschen, ein paar Lampen wie die Oku und eine Gaslampe von Primus. Das ist alles da so drin. Da ist noch viel Platz. Kissen fürs Dachzelt. Sitze, auch die kleinen leichten. Und hier meine wichtigste, ja, möchte schon sagen, wichtigste Geschichte, die Jackery 250er. Die ist mir zwar ein bisschen zu klein direkt, aber die reicht derweil. Damit kann ich dann eben meine Kameras etc. aufladen, Handy und so weiter natürlich. Und das Solarpanel habe ich auch, nur nicht dabei, das 100er. Und damit läuft dann die Kühlbox vorne, die ich habe, läuft da wunderbar. Die lädt auch noch auf und gleichzeitig kann ich eine Kamera aufladen oder ein Handy. Das funktioniert hervorragend, aber eine bisschen größere Nummer wäre nicht schlecht. So, hier ist dann mein Bad, da ist alles drin. Spiegel habe ich, Zahnpasta, so kleine Artikel sind das nur. Ein Duschgel und so, wenn ich am Campingplatz bin, das ist super. Ein Mikrofaserhandtuch, also ist da drin noch. Und so ein bisschen Kleinigkeiten, was man halt so im Bad hat. Das nehme ich alles da rein. Das ist praktisch mit dem Spiegel und so weiter. Genau. Den Tisch habe ich immer dabei. Der ist super und auch nicht so schwer. Hat zwar jetzt nicht das kleinste Packmaß, aber da kann man halt die Füße verstellen für einen schiefen Boden. Und das ist eben der Wasserkanister. Der ist halt wirklich Gold wert. Gerade bei so einem Wetter jetzt hier einfach mal ein bisschen abkühlen. Oder halt sein Zeug da sauber machen, wie zum Beispiel Kaffee auswaschen. Da nehme ich jetzt natürlich keine Seife her, sondern alles mit dem Wasser da. Dann gehen wir mal hier rüber. Da habe ich vorne
habe ich jetzt meine Kühlbox. Das ist eine ganz einfache vom Baumarkt, die macht aber, was sie soll. Ja, da ist mein Zeugs halt drin zum Essen, Bier und so weiter. Also was wichtig ist. Die läuft dann unterwegs, wenn ich fahre, am Auto und sonst eben über die Jackery dann. Das funktioniert einwandfrei. Ja, und oben ist mein Dachzelt, mein Schlafplatz dann. Ja, das ist die Matratze, die ist halt dick genug, sage ich mal, dass es sehr bequem ist. Und ich habe immer meinen Schlafplatz dabei. Ist eben bei so einem kleinen Auto ganz gut. Ich kann im Fahrzeug nicht schlafen. Und darum habe ich mir gedacht, nach langer Überlegung, ein Dachzelt drauf zu machen. Es hat auch wirklich lange gedauert, das Richtige zu finden für das Fahrzeug, aber das ist eben sehr leicht hier. Und da passt das schon. Bis jetzt immer gemütliche Nächte drin gehabt. Genau, das war's auch schon. Hallo Stefan. Waginger See habe ich erst, der Chiemgauer Heimat. Na, schau her. Prost, Prost. Bei der Hitze genau das Richtige. Geil. Zwickelbier ist das. Mhm. Ah, der Top ist gar nicht black. Gell? Das Einzige halt, dass das ist so schade, dass die es nicht gemacht haben. Weißt du, wenn sie jetzt rechts bis zum Zelt so ein wenig zugemacht hätten. Ja. Weißt du, der ist nur da unten jetzt so davon. Stimmt, ja genau. Das hätte ja schon gelangt, du hättest ja gar nicht vorher, weil wenn es da jetzt, weißt du, bis daher nur zu hättest, dann darfst du noch einen kleinen Ringer da. Genau dieses Stück, ja. Und das auf beiden Seiten, dann hättest du einen sehr guten Regenschutz. Genau, weil also wenn es richtig regnet auf die Dauer, hast du dann, das wird immer kleiner, der Platz, wo du dich dann hinkrümelst. Ne? So schaut es jetzt aus. Für uns ist es auf jeden Fall super gemütlich. Ja, richtig krass schöner Spot hier. Also wirklich mit dem Maisfeld da. Ist natürlich herrlich, wenn es weg ist, vielleicht nicht ganz so genial, aber so Hammer. So, drauflegen. Geht schon los? Ja. Sapperlot. So, ja, wir sitzen jetzt, weil wir jetzt nicht lang genug gesessen haben, sitzen wir wieder da nach dem Essen, trinken noch ein Bierchen, quatschen über so alles Mögliche. Echt eine lustige Runde. Es wird auch ein bisschen kühler jetzt gerade. Also natürlich haben wir jetzt nicht viel gemacht, dass wir es dort groß machen an so einem Platz. Und das war ja auch Sinn und Zweck, dass wir uns einfach ein bisschen unterhalten können und Ruhe haben. Das ist eben das Schöne dabei. Genau, so machen wir jetzt einfach weiter. Soweit, es war richtig zapfig. Blöderweise habe ich meine Schlafdecke, die ich immer dabei habe, die habe ich vergessen zu Hause. Das kann passieren, weil das ist eine der wenigen Sachen, die ich so immer mitnehmen muss, individuell.
Und ja, dann habe ich den Swagman genommen und meine Notdecke, die ich im Auto habe. Das war richtig ätzend, weil er ist mal runtergerutscht und so. Also es war nicht so toll. Ja, aber es ging. Man konnte es aushalten. War aber nicht so gemütlich wie sonst immer. Bei dir, Stefan, wie war deine Nacht? Gut, hab wunderbar geschlafen. Habe ja meinen Schlafsack dabei gehabt, alles war gut. War zwar kalt, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber mit einem guten Schlafsack ist das alles kein Problem. So, der Stefan, der macht sich noch einen Kaffee, den überfalle ich jetzt gerade mal, da ist er. Schnelles Mützchen auf. Ja, es schaut gerade aus, wie es ich bin gerade am Zusammenräumen. Ja, machen wir beide eben. Ja. Und deswegen an dieser Stelle wollten wir uns verabschieden. Danke fürs Reinschauen. Servus, pfiat euch. Bis zum nächsten Video von Bernd. Schaut gefälligst raus. Wer seinen Kanal noch nicht abonniert hat, dann macht's das. Waschi, ja, passt. War geil. Danke Leute, dass ihr dabei wart. Macht es gut. Servus, ciao.